Leute, da sind wir wieder. So, was machen wir heute? Heute machen wir einen Putengulasch. Ich wollte eigentlich einen Putenrollbraten machen, hatten sie leider nicht mehr. Deswegen habe ich mir Pute-Oberschale genommen, habe mir den Knochen selber ausgelöst und klein geschnitten. Wenn ihr halt mal sehen wollt, wie ich das mache, müsst ihr einmal in die Kommentare schreiben. Jo, also was brauchen wir? Wir brauchen, wie gesagt, Pute. Hier drin haben wir eine Banane, zwei Mandarinen, Apfel, dass wir ein bisschen die Fruchtigkeit kriegen. Dann haben wir hier ein Kaisergemüse, das ist ein Kilo. Eine Zwiebel brauchen wir, Brühe brauchen wir, Butterschmalz zum Anbraten. Und eine Sahne. Und wenn er jetzt fragt, laktosefrei, ja, leider ist es bei mir so, ich habe eine Laktoseintoleranz, habe ich jetzt erst mitbekommen. Ja, dann habe ich hier drin Kurkuma, Curry, einen Zitronenpfeffer, einen normalen Pfeffer und Salz. So, mehr brauchen wir auch schon ja nicht. Ja, dann fangen wir uns auch schon mal an, das Fleisch anzubraten. Ich habe schon ein bisschen Butterschmalz schon mal warm werden lassen und dann braten wir uns portionsweise erstmal an. Ja, das nehmen wir dann ja immer wieder ein bisschen aus, damit nicht zu viel wird. Da wird auch ein bisschen Wasser lassen. Ja, ich denke, so wird erstmal reichen. So, das brate ich jetzt hier gerade erstmal an, dann nehme ich es raus und dann hole ich das wieder mit zu. Also, lasst euch erstmal nicht. Bis später. So Leute, schaut mal. Jetzt haben wir das erstmal angebräunt ein bisschen. So, jetzt sehen wir auch gleich die zweite Lage mit zu. Ja, seht ihr, schön Bratensaft oder schönen Ansatz schon drin. So, und den braten wir uns jetzt auch an. Nur hier machen wir das jetzt so, dass wir in eine ganze gleich die Zwiebeln mitziehen. Ich werde die auch ein bisschen mit anrösten. So. Achso, ich hatte vergessen zu erwähnen, das wird so ein guten Gulasch indischer Art, weil der Curry mit drin ist. Ja, gut, dann nehmen wir dann auch jetzt die ganzen Würze gleich alles dazu. So, ganze Kurkuma, Curry. Ja. So, dann haben wir noch ein bisschen Butterschmalz dazu, dann werden wir das schön anrösten. Seht ihr, durch die Kurkuma kriegt es eine richtig schöne gelbe Farbe. So möchte ich das haben. Ja gut, wie gesagt, das mache ich jetzt erstmal mit der Charge genauso anbraten. Ja, dann gebe ich nachher doch das Kaisergemüse dazu und das Obst, weil das soll ja ein bisschen frische Note kriegen. Gut, ich mache das jetzt soweit fertig, dann hole ich euch nochmal zu, wenn ich alle zuhebe. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Macht gut. So Leute, schaut mal, hat natürlich eine traumhafte Farbe. So reicht uns das auch schon. Da werden wir jetzt das ganze Gemüse mit zuheben. Ja, alles schön mit drin, das weiß TK, könnt auch Frische nehmen, wie ihr das am liebsten habt. Noch als kleine Anmerkung, weil es ja indisch ist, ich habe das schon mal gemacht gehabt und habe dazu aber Cocktailfrisch genommen. Ist auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, aber da ist euch ja freie Hand gelassen, wie gesagt, da kann ja jeder machen, was ihm am besten schmeckt. Ja, sind nur kleine Anregungen immer und so, dann werden wir auch mit Obst schon dazugeben, um die Frische näher drin zu haben. Ja, und dann werden wir dann auch gleich mit Brühe auffüllen. Ja, da gibt es nochmal so die Würze ein bisschen dazu. Das ist noch nicht ganz reichen, dann werden wir noch ein bisschen was nachmachen müssen. So. Jo, gut. Wie gesagt, mache ich jetzt erstmal so. Lass es schön einköcheln. Dazu werde ich ein bisschen Reis machen. Könnt ihr Kartoffeln zu essen, wie ihr möchtet. Gut, würde sagen, so lasse ich es erstmal und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. Also macht es erstmal gut. So Leute, schaut mal. Fertig ist er. Unser Putengulasch indischer Art. Jo, sieht sehr lecker aus. So, und hier drüben habe ich schon mal Teller wieder fertig gemacht. Jo, zum Kosten. Ja, wir haben uns doch dazu entschieden, Kartoffeln zu nehmen, weil ich den Reis vergessen habe. Aber nicht schlimm. Jo, wie gesagt, hier ist die Pute. Seht ihr, die zerfällt schön. Alles schön butterzart hier. Jo, dann werden wir mal kosten. Mmh. Mmh. Die Farbe, Leute, Traum. Also ich muss euch sagen, durch diese Frucht hier da drin von den Früchten, das ist so heavy. Das hat so mehr so eine herzhafte Süße. Ein Träumchen. Also, wie gesagt, Soße kosten wir auch nochmal mit Kartoffeln. Ja, kosten. Hm. Leute, macht das mal nach. Kommentiert mal ein bisschen. Wenn ihr das nachgemacht habt, sagt mir mal, wie ihr es gefunden habt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Der Balkongriller.